Und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ich habe mich jetzt mal hier draußen hin bewegt. Wir haben beim letzten Mal ja aufgehört mit den Tränkebrauen. Das habe ich dann noch alles gemacht. Wir haben jetzt unten, seht ihr, 22 Tränke davon. Sollte reichen. Von dem anderen haben wir auch ein bisschen was. Vor allem, ich glaube, davon konnte ich ein paar machen und hätte ich auch noch ein paar mehr machen können. Maximatrank. Ich habe dann irgendwann angefangen, mehrere Tränkstationen nebeneinander zu bauen. Und hab das dann dadurch halt ein bisschen schneller machen können. Ja, da machst du überall einen Trank rein und dann hast du ruckzuck ein paar zusammen. Also es funktioniert ja schon ganz gut. Sieht aber noch nicht so hübsch aus. Irgendwann werde ich mich darum mal kümmern, wenn wir ein bisschen mehr Optionen auch haben, da noch ein bisschen mehr zu machen. Und dann werde ich mich da mal komplett reinfuchsen. Und da mir einen richtig hübschen Raum rausmachen, denke ich mal. So, ich wollte die Quest, die wir hatten, noch abgeben. Das war hier vorne. Auftrag aktualisiert. Ja, genau die hier. Voll das schöne Hogwarts-Wappen. Ist mir auch gar nicht aufgefallen. Zumindest glaube ich das, als wir das erste Mal hier drin reingegangen sind. Oh. Siehst du? Hogwarts-Wappen. Das Wappen von Hogwarts zeigt einen Löwen, eine Schlange, einen Adler und einen Dachs. Die Tiere stehen jeweils für eins der vier Häuser, sowie das Schulmotto Dracus, Dormiens, Dunquam, Tilidandus oder Titillandus, ja, Titillandus. Was so viel bedeutet wie Kitzel niemals einen schlafenden Drachen. Nee, werde ich nicht machen. Danke für den Tipp. Da unten ist eine. Achso, das war das Schloss davor. So, ich war im Honigtopf und habe die Sachen besorgt. Hallo Gareth. Ich habe die Billywick-Stachel. Du hast sie. Fantastisch. Ja, was mit Bezahlung? Nee, einfach hier. Gerne doch. Hier hast du sie. Genial! Kann's kaum erwarten. Danke nochmal. Ich melde mich, wenn mein zischendes Whisbier fertig ist. Ihr Handy für Süßes. Ich habe gerade noch einen Lutschbonbon im Mund. Ich hoffe, das hört man nicht raus. Ich hoffe mal nicht und ich denke auch mal nicht. Aber ich habe ein leichtes Kratzen im Hals. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwie mich immer wieder erkältet habe oder so. Von daher. So, da haben wir jetzt irgendeine Hauptquest. Ich würde jetzt einfach mal anfangen. Was haben wir denn eigentlich alles? Was ist das denn alles hier? Okay, wir haben eine ganze Menge. Bereite dich auf die Suche nach dem letzten Hüter vor. Die Suche nach dem letzten Hüter. Okay. Wieso? Habe ich da irgendwas Hauptstory-mäßiges nicht mitbekommen? Ich dachte, wir müssten einfach diese vier Prüfungen machen oder so. Na, verdammt. Oder ich habe das wieder verpennt. Wir suchen jetzt gerade letzten Hüter. Okay, das habe ich irgendwie. Muss ich, glaube ich, mir nochmal die letzte Hauptstory mir anhören. Keine Ahnung. Finde Lodgok den Kobold. Tierwesenunterricht besucht. Finde heraus, was Gladwin Moon will. Okay. Gladwin Moon. War das nicht? Nee, das war der Hausmeister, ne? Das war diese Hausmeister-Sache hier, genau. Der mondbesessene Hausmeister. Gladwin Moon, der Hausmeister von Hogwarts, möchte mit dir über mit mir über etwas sprechen. Ich sollte mich in die Empfangshalle mit ihm treffen. Ach, das könnte das jetzt hier sogar sein. Na, super, dass wir das jetzt mal machen. Da bin ich aber mal gespannt, was der von uns will. Das ist er. Und wenn der Moon mit Nachnamen heißt. Habe ich so die Ahnung? Warte. Hey, was ist das denn hier? Ich weiß, wo das zweite Ding ist. Das hat man schon mal gefunden. Beziehungsweise, ich weiß nicht mehr, wo es ist, aber ich weiß, dass wir davon mal eins hatten. Unten im Keller irgendwo. Glaube ich, könnte das sein. Wie war das nochmal? 012? Okay, dann nochmal 0. Also wir brauchen. Hier, den hier, genau. So, und unten. Achso, 6 und dann die 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist dieser Facehugger. Das heißt, wir müssen an diesem komischen Ding unten. Was war das denn? Ich habe Schlüssel gehört. Ja, ich höre ihn. Ich sehe ihn aber nicht. Hallo? Wo bist du denn? Ich bin blind, sorry. Rebellion. Und hier hat auch irgendwas. Irgendwas in der Richtung.
Ja, ich lasse mich kurz ablenken. Was ist denn das? Willst du mich verarschen? Das ist auf jeden Fall irgendwo in der Richtung. Wahrscheinlich einfach noch weiter oben. Und hier habe ich schon wieder die Schlüssel gehört. Hey. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Das ist schon wieder, also jetzt weiter weg. Vielleicht da oben. Da ist auch der Schlüssel. Zeig mir, wo du hingehörst. Rebellion. Wo? Weiter rechts? Oh, hier. Na, endlich. Bewegliche Treppe. Erfahrene Schüler behalten diese Treppe stets im Auge, denn sie kann unbemerkt ihre Position verändern. Zwar macht es manchen Schülern wenig aus, zu spät zum Unterricht zu kommen, aber das Abendessen möchte niemand verpassen. Ja, stimmt. Aber ich habe hier noch nicht so ganz verstanden, wie sich diese mal verändern kann. Also ist sie jetzt anders als sonst? Nee, oder? Habe ich jetzt nicht das Gefühl. Die ist doch hier recht gleichbleibend. Das ist nicht so wie in dem Film, die große Brücke. Da ist auch noch so ein Ding. Den meinte ich aber nicht. Der gehört auch dazu. Und das ist auch das da. Aber wo ist jetzt hier... Wohl nicht hier drin, ne? Wo ist dieses Kackteil? Gibt's ja wohl nicht. Bin, glaube ich, schon weit zu weit oben, habe ich das Gefühl. Oh, Mann, oh, ich wollte doch nur ganz kurz. Das können wir aber machen. Hä? So, bitte. Ja, ich glaube, ich bin zu weit oben jetzt. Scheiße. Gibt's doch nicht. Bin an dem Ding irgendwie vorbeigelaufen. Wo hatten wir das letzte Mal gesehen? Eine Ebene unten weiter, ne? Irgendwo hier. War irgendwo der Schlüssel. Hier hatten wir den letztes Mal gesehen. Ich höre ihn wieder. Huch. Jetzt gehst du runter? Bitte was? Okay. Auch weiter unten? Ich meine, da müssen wir eh hin, wegen dem anderen komischen Ding. Da müssen wir noch einen Facehugger machen. Die rennen hier mal kurz durch. So, vielleicht hier? Ne, hier kommen wir her. Hier ist der Hausmeister. Okay, dann... Oh, nee. Moment, was ist hier? Das ist die Passage, die wir wieder betreten können. Was ich auch sehr cool finde. Ich meine, ich hätte es jetzt nicht mehr anders erwartet. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, aber... Ich finde es trotzdem immer noch ziemlich nice, dass das geht. So... okay. Hier, das Ding. Ja, genau den. Okay, da geht's zu unserem Gemeinschaftsraum. Wo ist jetzt dieser verkackte Schlüssel? Ich raste aus. Der ist weg. Ich höre den auch nicht mehr. Der muss in der mittleren Ebene irgendwo sein. Ich verstehe das nicht. Ich ignoriere den jetzt erstmal. Obwohl, das ist ein scheiß Marke hinter. Wir haben schon die Hälfte oder so. Würde gern alle haben. Kommen wir denn da eigentlich hin? Sind wir da schon mal in die Richtung gelaufen? Ach so. Ah, das ist dieser Ort. Ah ja, ich verstehe. Alles klar. Oh, hier. Oh Gott. Der After hat vorbeigelaufen. Das war's. Geschafft. So, eine weitere Hausmarke. Ich glaube, das müsste jetzt 9 von 16 sein. Dann können wir hier noch rein. Hat sich das auch erledigt. Ein Hut. Ein erhöhter Boden oder so. Ist das jetzt Sachen, die wir im Raum der Wünsche einsetzen können? Bin da immer noch nicht so ganz sicher. So, Gladwin Moon. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon. Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt.
Jetzt stehen wir den ganzen Tag da rum. Nicht sehr schön. Das ist mir tatsächlich schon aufgefallen. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Sammeln? Was? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demiguys. Ein Demiguys? Ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demiguys. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben sie sich durch ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demiguys auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Wieso genau hat er davor Angst? Ich will keinen Ärger bekommen. Ich helfe gerne. Ich mach mal das zweite. Der Lehrerturm? Ich weiß nicht, ob ich da hinein sollte. Ach, nur keine Sorge. Sie kommen zurecht, wenn Sie nur darauf achten, dass man sie nicht sieht. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohumora. Und die Ausgangssperre? Ausgangssperre? Mumpitz! Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Alles klar, Allohumora, finde ich gut, dass wir das jetzt eigentlich mal lernen. Einmal ein Kreis und dann eine Grana unten. Damit sollten wir jetzt Schlösser Stufe 1 wahrscheinlich öffnen können. So, können wir da endlich rein? Einen Moment. Wir brauchen Allohumora. Wo haben wir das denn? Ich sehe das gar nicht. Achso, oder müssen wir das gar nicht? Können wir das einfach so öffnen? Allohumora. Ah. Das ist natürlich hilfreich. Hä? Was ist das denn? Minigame. Hä? Und wo muss ich rein? So. Und jetzt? Sieht für mich alles gleich aus. Oh, wie muss ich das drehen? Hä? Hey, also ich kann das hier nur drehen, oder? Wo verändert sich denn was? Ist es nur dieses Muster? Also ich sehe, auf der rechten Seite ist das ein bisschen anders. Muss das dann dahin? Aber wieso? Nee, das bin ich. Ich bin in diesem kleinen Ding. Ah, okay.
Okay. Also ich könnte das so machen. Aber das bringt mir auch nichts. Oder sieht das nur so aus, dass rechts anders ist? Also der mittlere Kreis. Hä? Was ist denn da? Ach so, ich kann mit Rechtsklick auch. Ach so. Rechtsklick, sage ich schon. Rechner, Rookstick. Jetzt verstehe ich. Okay. Aber was genau drehe ich da? Nee. Ach so, und da dreht sich der. Jetzt verstehe ich langsam. Warte mal, da oben ist ja auch eine Erklärung gewesen. Alter, oh Gott. Denken Sie dran, mit dem Desillusionierungszauber wird Sie niemand sehen. Jetzt langsam. Ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. So langsam habe ich wirklich diese Let's Play-Krankheit, Alter. Wenn ich mir Let's Plays angucke, denke ich so, Alter, lies doch einfach mal, Junge. Anstatt so dumms rauszuprobieren. Und jetzt, ich habe komplett diesen Text da übersehen und dachte mir so, okay, ich probiere es mal selbst. Oh, es tut mir leid, Leute. So, das habe ich tatsächlich ein bisschen vermisst. Dass dieses Schleichen, das müsste so viel häufiger in dem Schloss zur Geltung kommen. Weil man ja nachts eigentlich nicht einfach so rumlaufen darf. Alohomora. Okay, so. Jetzt weiß ich aber, wie das geht. Das heißt, wir machen erstmal den einen. Da. Wo ist der? Da. Na, so. Passt. Ja, finde ich gut, das Minispiel. So ein bisschen... Weiß ich gar nicht. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wie das bei Skyrim war. Okay, die Statue da hinter der Tür zu verstecken, ist auch ein bisschen weird. Könnte man sich erschrecken. Wie schön das hier ist. Ist das der Raum von Professor Garlic oder so? Lebt die hier? Läuft die hier? Ist schon ein bisschen creepy, wenn man so ein bisschen... Alter, boah, das würde mich kirre machen. Stell dir vor, das ist dein Zimmer, du schläfst hier... Und du lebst in einem Zaubererschloss, wo jeder sich unsichtbar machen kann, jeder Alohomora wirken kann und einfach unsichtbar in deinem Zimmer sein könnte. Ich meine, okay, bei diesem Zauber, die würden mich sehen, wenn ich so nah dran bin, weil ich ja nicht perfekt unsichtbar bin. Aber es gibt ja auch stärkere Unsichtbarkeitssachen. Ist das? Mirabelle. Ich bin mir nicht sicher. Heißt Professor Garlic Mirabelle mit Mirabelle? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir schon mal den Namen gehört haben. Liebe Mirabelle, meine liebe Dot. Was ist das für ein Name? Meine liebe Dot hat nach dir gefragt. Vielleicht kann ich sie überzeugen, für ein oder zwei Butterbier vorbeizukommen. Wenn du kommen würdest, ist es schon viel zu lange her. Wenn du es schaffst, vorbeizukommen, könntest du dann wohl ein paar deiner Pflanzen mitbringen, die ganz besonders stark duften vielleicht. Seit dem Trollangriff hören die Kunden nicht auf, sich über den Geruch... Glaubst oder glaubst nicht, oder nee, glaubst oder nicht, alten Socken zu beklagen. Anscheinend war ich bisher nicht in der Lage, den Gestank zu übertünchen. Was, aber seit dem Trollangriff, warum sollten die denn auf plötzlich so schnell sinken, so doll stinken? Ich kann schon nicht mehr reden. Ich hoffe, dich bald hier zu sehen, mit oder ohne Pflanzen. Deine Freundin Sirona. Ah ja, Sirona kennen wir. Da ist noch eine Truhe. Aber hier sind keine von den Dingern, die ich brauche. Da ist ein Geist. Petzt der? Ich war mir nicht mehr sicher, ob die Geister auch petzen. Ich meine irgendwie schon. Okay, hier können wir so rein. Ist das hier? Professor Fick, ich habe gerade ihre letzte Eule erhalten. Ich bitte, wer schreibt das? Faris Bavin, Zaubereiminister. Krass. Ich habe gerade ihre letzte Eule erhalten. Ich bitte um Entschuldigung für meine späte Antwort. Ich erhalte immer noch eine erhebliche Menge an Zuschriften bezüglich der Quidditch-Regelreform, die das Stutschen? Stutschen? Was ist denn Stutschen?
untersagt. Was meiner bescheidenen Meinung nach dem, also Stutzen kenne ich. Aber da wird, nee, Stutzchen? Nee, das wird definitiv nicht so geschrieben. Ich kenne das Wort nicht. Untersagt, was meine bescheidene Meinung nach dem Spiel eine moderne Form verliehen hat. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Zuschauer von allem ein Interesse an Quidditch haben, weil sie hoffen, beobachtet zu können, wie Hüter grün und blau geprügelt werden. Ja, das ist schon brutaler Sport. Bezüglich Ihres Briefes, ich möchte Ihnen im Namen des Ministeriums versichern, dass alle potenziellen Gefahren für die Welt der Zauberei überaus ernst genommen werden. Ich habe Ihre Bedenken registriert und sobald die Kapazitäten erlauben, wird sich die Abteilung für magische Strafverfolgung der Angelegenheit widmen, insofern es Ihr Zeitplan erlaubt. Wir schätzen die Ansichten von erlesenen Zaubern wie Ihnen und Ihnen sehr und Sie können beruhigt sein, dass wir die Angelegenheit im Griff haben. Sollten Sie es wünschen, kann ich veranlassen, was meine Sekretärin Plätze beim diesjährigen Quidditch-Finale für Sie und eine Begleitperson besorgt. Ich hoffe, er nimmt mich. Ich bin mir sicher, Sie wollten ebenfalls gerne von den Ergebnissen einer effizienten Regierungsarbeit profitieren. Wir haben es zu Grüße, Faris Spavin, Zaubereiminister. Okay, also der hat anscheinend sich wegen, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht gegen wen genau, aber gegen diese ganzen Leute, die jetzt gerade hier Unruhe stiften, bei ihm erkundigt, ob die vielleicht ein paar Leute herschicken können, aber sehen die nicht. Ja, gut, nichts Besonderes. So, hier ist also das Wohnzimmer von dem Dingens hier, Professor Fig. Ich dachte eigentlich immer, die leben komplett hinter dem Schulräumen, aber die haben nochmal eine eigene kleine Wohnung anscheinend. Stufe 2 können wir nicht rein. Kleiner Erfinder hier. Oder ist er vielleicht der Geschichtslehrer? Kann wohl hinkommen, ne? Aha. Braucht nochmal einen Schlüssel. Huch. Wenn du Revelio ausführst, werden Orte, an denen sich Autoritätsfiguren und Gegner befinden, enthüllt. Was dir erlaubt, zu spähen und undeckt zu bleiben. Okay. Dann heißt das Revelio. Revelio. Da vorne haben wir eine Persona. Und da ist auch der Schlüssel. Da ist noch so eine Tür. Nutze LT und RT, um ahnungslose Gegner anzulocken oder wegzulocken. Ja, wo will ich denn hin? Eigentlich hier rechts rein, wa? Nein, hier ist Schloss Stufe 2. Was ist hier? Hier kann ich rein. Hallo, Homura. Okay, ist das jetzt... Ich hoffe, das steht still. It's open. Schnell hier rein. Okay, einen Moment. Okay, da bin ich wieder. Mein Hals hat sich noch nicht so richtig beruhigt mit den Lutschbonbons. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird schlimmer. Aber mal gucken, wie es so läuft. Mein lieber Abrahan, Sie wären überglücklich, wenn Sie wüssten, dass die Kinder des Ortes auf der Straße vor ihrem Arbeitszimmer mit Koboldsteinen spielen. Sie sind ziemlich charmant, muss ich sagen. Mir ist aufgefallen, dass die Jüngste keinen eigenen Koboldstein hat. Also habe ich ihr einen von ihnen geliehen. Ach so, der... What? Okay. Ich wusste, dass sie nichts dagegen haben würden. Naja, also auch wenn er nichts dagegen hat... Einfach so nehmen, finde ich schon ein bisschen unfreundlich. Ich hoffe, auf dem Schloss läuft alles gut. Ich bin erleichtert, dass Sie gut angekommen sind. Schreckliche Geschichte über diesen Herrn aus dem Ministerium. War er wirklich mit Eleazar unterwegs? Und jemanden aus der Schülerschaft? Einfach furchtbar. Ja, stimmt. Ja, irgendwie, das wird hin und wieder mal erwähnt, aber eigentlich schon krass, ne? Da ist einfach ein Typ gestorben. Von dem Ministerium. Schreiben Sie mir, wenn Sie einen Moment Zeit haben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten der Teilnehmer des diesjährigen Archeo-Duells. Archeo-Duell? Ihre Schüler bewundern Sie so sehr, mein Lieber. Im Liebe M. Abraham.
Also Abraham wird wahrscheinlich unser Lehrer gegen die verdammten Künste sein, also den wir schon hatten. Unsere erste Unterrichtsstunde sozusagen. Aber wer M ist? Keine Ahnung. So. Was ist das denn? Regenbogen und ein Goldtopf. Wie geil. Da haben wir noch eine Box. Mega Powertrank. Okay, nehme ich gerne. Er hat irgendwie ein interessantes Zimmer. Balloons? Nee, Balloons. Achso. Ballons. Nashorn. Oh, das Nashorn da oben sieht irgendwie merkwürdig aus, muss ich sagen. Hat so ein bisschen den Körper von dem Käfer. Wie so ein Hornkäfer oder so. Und ich glaube, das Bild hängt verkehrt herum. Und das auch, hä? Was ist denn hier los? Okay. So. Du guckst in die Richtung. Ja, wir müssen hier eh nochmal vorbei, aber das machen wir dann mal tagsüber. Über uns haben wir noch zwei, hä? Warum ist der eine blau? Was heißt das? Müssen wir keine Angst vor dem haben? Verpetzt er uns nicht? Aha. Was ist das denn hier? Eine komische Kommode. Huch. Ich nehme mich trotzdem mal kurz mit. No. Das habe ich nicht erwartet. Professor Weasley, warum sind Sie hier? Gehen Sie mal bitte weg. Nee. Ey. Scheiße. Ich komme runter. Das sagst du jedes Jahr, Matilda. Matilda? Matilda Weasley, die könnte M sein. Das müssen wir nochmal versuchen. Da habe ich gerade reingesackt. Ob ich. Was? Ich muss das alles nochmal machen. Aber die Sachen da drin habe ich doch bestimmt aufgesammelt, oder? Also die Türen sind trotzdem offen. Ja, genau. Das muss ich nicht nochmal machen, das ist gut. Okay, im zwei. Oh, und wir können das hier kurz machen. Großartig. Drinnen. So, eine weitere Hausmarke. Ja, das wissen wir schon. Danke, dass das Tutorial nochmal kommt. Aber vielleicht auch einfach, weil ich gefailt habe. Vielleicht dadurch gar nicht so schlecht. Revelio. Das hat er nicht gehört. Das umso mehr. So, jetzt muss ich mal gucken, wie mache ich das denn? Nee, so nicht. Hallo? Revelio. Wir ziehen eine Generation verweichlichter Umhangflatterer heran. Bitte was? Beschweren die sich gerade über uns Schüler? Sowas aber auch. Haben wir gerade dahin, wo ich denke, wo wir hinkommen? Nee, oder? Oh Gott. Guten Tag. Revelio. Kann ich das schnell lesen? Boris der Bekloppte. Diese Statue eines verlorenen, dreinblickenden Zauberers, der als Boris der Bekloppte bekannt war, bekannt ist, verwirrt die Schüler von Hogwarts seit Ewigkeiten. Kommt er oder geht er gerade? Steht er am Anfang einer Reise oder am Ende? Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Der ist verängstigt. Ende. Mehr ist da nicht zu wissen. Was zum Fake? Was sind das für geile Räume? Cool. Also ich frage mich gerade, ob wir in der Nähe vom vom Professor Black. Vom, ich weiß nicht, Schuloberhaupt. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Oh, hier sind wir. Alohomora. Cool. So. Komm, wo ist das? Bin doch irgendwo richtig hier. Da. Und hier irgendwo. Beide so nach unten links. Ja, passt.
Badezimmer der Vertrauensschüler kennt man. Oh. Revelio. Da sind drei Leute. Kennt man auf jeden Fall auch aus dem Film. Im vierten Teil kommt er zumindest mal vor. Alohomora. Da ist ein Harry am Baden und da kommt die maulende Myrte und guckt die mal kurz unter den Rock. Richtig arschig von der. Keine Privatsphäre am Gönnen. Wo ist das Ding? Da. Ich muss ganz schön viele Schlösser knacken. Ich bin auch Vertrauensschülerin, Mama. Okay, ihr guckt nicht, ne? Was kann ich da machen? Kann ich wahrscheinlich einschalten, aber das will ich glaube ich nicht. Badezimmer der Vertrauensschüler. Das Bad der Vertrauensschüler verfügt über eine Wanne in der Größe eines Swimmingpools, die mit verzauberter Seife und bunten Seifenblasen gefüllt werden kann. Sowie über ein wunderschönes Wandgemälde, das eine Meerjungfrau zeigt. Wahrscheinlich für Kerle noch mal ein bisschen, oder für Leute, die auf Mädels stehen, vielleicht noch mal ein bisschen schöner als für Mädels, die irgendwie nur auf Kerle stehen oder so, ne? Eigentlich müsste es dann, oh mein Gott, einem Meerjungen Mann auch noch geben. Ich bin tot. Da war niemand. Nein, nein, ich bin wieder draußen. Tschüss. So, ich musste aber noch rein, weil da ist ein Demigeist drin. Im Krankenflügel. Ach so, das ist tatsächlich. Ich sagte kurz so, sieht ein bisschen aus wie der Glockenturm. Das heißt, über uns müsste der Krankenflügel vielleicht sein. Dann weiß ich zumindest, wo wir jetzt gerade hier sind. So, nochmal aufdecken. Ich sehe die jetzt nur so ein bisschen. Wo ist der Rest? Das ist nur eine Person. Wo sind die anderen beiden? Sind die baden gegangen? Nee, oder? Hier ist keiner drin. Der bestaunt nur die Statue. Dann kann ich jetzt schnell... Was kann ich hier machen? Na egal, ich hole mir erstmal die Dummy Guys. Jetzt würde ich hier erst gerne mal touchen irgendwie. Okay, man kann hier tatsächlich die ganzen Dinge aufmachen. Das ist schon cool irgendwie mit den ganzen Wasserhähnen. Sieht schon cool aus. Aha. Ah ja. Ist immer auf Toilette. Revelio. Aber merkt er nicht. Er ist zu blöde. Sind die anderen beiden gerade die gewesen, die hier runtergegangen sind? Kann das sein? Ich dachte, die wären von da hinten gekommen, aber da ist nämlich auch noch einer. Da müssen wir noch oft drauf aufpassen. Wie ging das da nochmal? Nicht mit dem Zauber. Mit dem? Levioso. Ja, so war das. Das wollte ich nicht. Okay, der Typ da hinten nervt ein bisschen. Und da ist nochmal so ein Schlüssel. Okay, der guckt aber in die andere... Nee, tut er nicht. Ich dachte kurz, der guckt über die... über das Geländer. Macht er aber nicht. Ich mach mir nochmal ganz kurz den hier. Wo bist du? Schlüssel? Ja, da bist du. Sehr gut. Geschafft. Also ich brauche meistens so zwei Versuche, gefühlt. Beim ersten Mal schaffe ich es meistens nicht und dann beim zweiten aber. So, wie machen wir das jetzt hier? Wir müssen ja am besten irgendwohin ablenken. Ich muss nach... Nee, rechts ist die Treppe. Da muss ich nach links ablenken. Wohl links müsste eigentlich auch eine Treppe sein. Wenn ich das Gebäude kenne, dann müsste es auf beiden Seiten eine Treppe sein, aber... Ist halt leider nicht so. Schick ihn mal da links. Boom. Mal schnell die Sache da angezündet. Kriege ich die Seite da auch noch? Warte, ist hier jemand? Da hinten. Oh, ist so cool. Steh auf Zahnräder. Mag solche Mechanismen irgendwie voll gerne. Mir irgendwie anschauen. So, da ist der Krankenflügel. Oder? Bin euch gar nicht sicher.
Müsste aber... Oh shit, der kommt ja auf mich zu. So, ich hoffe mal, der biegt einfach ab und geht die Treppe da runter und sieht mich nicht. Oh, der dreht einfach um. So, jetzt natürlich auch. Warte mal, wie machen wir das denn jetzt? Wir müssen aber an dem vorbei. Revelio. Mal so. Versuch's mal. Boah, das ist eine knappe Sache gewesen, aber es geht. Oh, oh. Jetzt ist er hinter mir. Aber der sieht mich nicht mehr ganz. Ein extra bisschen aus der Range. So, Krankenflügel. Ort entdeckt. Okay. So, hier mein... Moment. Schaffe ich nicht mehr. Jetzt habe ich ihn. Was ist da los? Ja, das sind recht viele Leute. Ich habe Angst wegen dem hinter mir. Bitte auch. Ja, das sind recht viele. Ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. Revelio. Ich wollte in dieser Saison ein paar Galionen auf Hufflepuff setzen. Das sind mir ein bisschen zu viele Leute. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, wie lange die so da hingucken. Anscheinend nicht lang genug. Das ist Professor Garlic. Achso, und hier Professor... Wer ist die nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Hackett, genau. So, das sind jetzt noch zwei. Wo ist die dritte? Die ist rechts irgendwo reingegangen. Ich wollte Quidditch Regeln lernen. Ein majestätischer Sport. Er umfasst das ganze Menschsein. Eieieiei. Bitte mal ganz kurz hier noch lesen. Ich weiß nicht, wer sie ist. Wir werden es herausfinden. Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei. Krankenflügel. Dann nehme ich gleich noch... Die sieht mich, ne? Okay, das hält nicht an, während ich lese. Oh, die gehen raus. Sehr gut. Nein, der Text. Oh, den werde ich noch niemals wiederfinden. In meinem Inventar. Oder ist es das hier? Okay, es ist das. Hogwarts-Schüler für Hexerei und Zauberei. Krankenflügel. Anwesende Heilerin. Schwester Noreen Bailey. Oder Bailey? Bailey, ne? So wie das Getränk. Patientenname auf Anweisung von Professor Black geschwärzt. Hey. Alter auf Anweisung Professor Black geschwärzt. Notizen. What the fuck, was geht hier ab? Der Patient wurde während eines Quidditch-Spiels verletzt. Auch wenn, meiner Ansicht nach, auf Anweisung von Professor Black geschwärzt, wohl kaum als Verletzung gelten kann. Wenn jemand verletzt wurde, dann muss ich es gewesen sein. Denn ich kann mich nicht erinnern, jemals in meinem Leben meine Augen so stark verdreht zu haben. Es grenzt an ein Wunder, dass ich noch genug sehe, um diese Notizen zu schreiben. Es ist unglaublich, oder sollte ich sagen unerhört, aber der Schulleiter will jetzt tatsächlich Quidditch untersagen. Und zwar nur, weil ein Reinblütiger... und Anweisungen von Professor Black geschwärzt, losgeflogen ist und auf Anweisungen von Professor Black geschwärzt, bevor der Schnatz auch nur in Sicht war. Als ich den Schulleiter darauf ansprach, wurde ich angewiesen auf Anweisungen von Professor Black geschwärzt. Unfassbar. Ey, da ist irgendeine Scheiße losgegangen. Kann es nicht ganz entziffern, aber... Da wurde jemand ungerecht, glaube ich, behandelt. Ja, Professor Black scheint nicht so der geilste Schulleiter zu sein. Generell auch so der Typ. Bing. Revelio. So, kann ich... Oh Gott. Nur mal gucken. Nein, jetzt kommt die raus. Das war knapp. Ich würde jetzt gerne rein. Solange die Tür offen ist, aber es bleibt nicht lang genug offen. Kann ich da runter? Oder wo geht's hier jetzt hin? Ah. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ich bin blind. Ich bin den schweren Weg gelaufen. Offensichtlich. Naja, so haben wir zumindest auch alles gesehen. Ich spiele ja auch auf schwer, da muss ich auch den schweren Weg nehmen. Und schön überall einmal verkacken gehört auch mit dazu. Da gibt es keinen Text. Schade. Da sind aber noch... einige Leute, das sind auch Professor Garlic und so. Da komme ich nicht rein. So, was machen wir mit dem? Den lenken wir mal kurz ab. Den hätte ich fast den Kopf ergauen. Ist ja auch lustig geworden.
Was ist das hier noch gewesen? Auch Schloss Stufe 2. Ich muss da noch einen runter, oder? Ja, genau. Da muss ich durch, auch wo die beiden sind. Die sehen gleich den Hausmeister und ich stehe hier nur. Ich warte auf jemanden. Hab's geschafft. Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carp mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. Okay, ich hoffe mal, wir finden den auch heraus. Wenn ich Zeit habe, aber ich kann nichts versprechen. Ich helfe gerne. Ich mach mal das Zweite. Mal sehen, was ich tun kann, aber ich bin ziemlich beschäftigt. Ich kann nichts versprechen. Verstehe, aber ich hoffe, Sie werden die Zeit dazu finden. Falls das etwas ändert, hätte ich Ihnen im Gegenzug etwas anzubieten. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Ja, keine Sorge, mache ich wohl. Wie viele Statuen gibt es? Das ist eine gute Frage. Was bekomme ich, wenn ich weiterhelfe? Nee, erstmal das. Wie viele Statuen gibt es denn? Ich weiß nicht genau, aber ich habe Dutzende entdeckt. Ich scheine sie überall zu sehen. Sie wissen, was zu tun ist, wenn wir ihre Bedeutung entschlüsseln wollen. Okay. Sie erwähnten eine Gegenleistung für meine Hilfe. Das stimmt. Sobald Sie mir genug Monde gebracht haben, zeige ich Ihnen sogar noch stärkere Versionen von Alohomora. Es gibt nämlich kompliziertere Schlösser als das im Lehrerturm. Okay, ich bin drin. Ich möchte das sofort machen. Gut. Ich halte die Augen offen. Das wäre nett. Das ist natürlich schon ziemlich knifflig, wenn da so viele sind. Ich habe die überall schon gesehen. Ich wusste, dass ich mich an Sie wenden kann. Zusammen können wir dieses Geheimnis lüften. Ein bisschen zu viel Collectibles. Den mondbesessenen Hausmeister. Okay, mondbesessener Hausmeister. Naja, habe ich anders interpretiert. Ich dachte eher... Achso, ich bin zu laut, sorry. Ich dachte eher, dass das so ein bisschen eine Werwolf-Geschichte wird. Aber ich bin froh, dass wir Alohomora bekommen. Wird nur ein bisschen kniffliger, das komplett freizuschalten. Denn diese Statuen sind gefühlt überall und nirgendwo. Muss sie auf jeden Fall alle mitnehmen, sobald wir da mal vorbeikommen. Was ist das denn da für ein Symbol? Keine Ahnung gerade. Alright, das hat schon ein bisschen gedauert, lol. Hätte ich gar nicht gedacht. So, Moment. Das da, ach so. Ah, das ist nur diese Flohpulverstation. Okay, Aufträge. So, jetzt haben wir das hier. Der Mann hinter den Monden. Gib Gladwin Moon die Demigeist-Monde zurück. 0 von 9. Belohnung 2 und 3. Wir werden nicht beide bekommen. Wahrscheinlich jetzt erstmal 2 für die 9 Monde. Und dann müssen wir wahrscheinlich nochmal so ungefähr 9 Stück finden für Alohomora 3. Aber das möchte ich schon ganz gerne haben. Ich möchte schon gerne überall hinkommen können. Es ist halt ein bisschen nervig, dass ich das nämlich noch nicht kann. Das bedeutet immer, wenn ich mich irgendwo umschaue, kann ich nicht komplett machen, bin auch nicht ganz fertig, muss ich eh nochmal wiederkommen. So, Fatima Lang überlebt in Cambridge. Scheinungsbilder. Ja. Melda Reyes. Weiß nicht genau, ich würde beides ganz gerne mal machen. Die Lieferung haben wir schon länger dabei. Schon seit ein paar Folgen. Deswegen würde ich sagen, als nächstes, bevor wir weiter mit Geschichte machen, also Hauptstory und so weiter, kümmern wir uns jetzt erstmal wieder ein bisschen um Nebenaufgaben. Das war jetzt gerade Hauptstory. Das mussten wir machen. Wir mussten zumindest Alohomora 1 bekommen. Für die Hauptstory anscheinend. Der Rest ist Nebensache. Und wir haben jetzt noch ein paar Unterrichtsstunden. Darauf habe ich richtig Bock. Also vor allem Kräuterkundeunterricht, da mehr Pflanzen zu bekommen oder mehr Möglichkeiten auch zu bekommen, Pflanzen irgendwo anzubauen, fände ich halt ganz cool. Und natürlich generell ein paar mehr Zauberleben, Legadium Leviosa oder sowas, ist natürlich auch mega. Das ist so cool hier mit dem Balkon.
Aber die kann ich nicht, die darf ich nicht landen. Ich hatte übrigens einen Kumpel mal gefragt. Ich hatte ja eine Theorie zu diesem einen Balkon, als wir mal lang geflogen sind. Ja, so beim Ravenclaw-Turm. Warte mal, ist das nicht hier sogar? Das ist doch hier irgendwo der Ravenclaw-Turm, oder? Moment, ich muss mich kurz orientieren. Das hier, da ist der Ravenclaw-Turm. Ob er denn als Ravenclaw hier landen kann? Und er meinte, ja. Das ginge. Und das finde ich ziemlich cool, dass die Ravenclaw hier einfach so einen eigenen Turm haben. Wo ist er eigentlich? Hier, guck mal. Genau, und ich dachte kurz, sind wir hier, aber es kann nicht sein. Waren wir im Endeffekt auch nicht. Aber das ist der Turm vom... Achso, höher kann ich gar nicht. Vom, Schulleiter von Hogwarts, vom Professor Black. Wie, ich kann nicht höher? Echt nicht? Ah doch, jetzt geht's. Okay. Kommen wir hier drauf? Nee, irgendwie eine unsichtbare Wand oder was? Was ist das denn? Kein Zugriff. Ah, jetzt ist die unsichtbare Wand auch weg. Ich bin doch wohl hier. Okay, Schlossstufe 3 aber. Dazu müssten wir ein besseres Alohomora haben. Schlossstufe 2. Okay, interessant. Kann man hier doch drauf. Ist nur ein bisschen... Also die unsichtbare Wand ist halt so ein bisschen da. Ein bisschen schade. Also dass es hier eine gibt. Aber da kann man sozusagen drüber fliegen und dann dahin. Fühlt sich ein bisschen gescheatet an. Aber okay. So, jetzt haben wir genug rumgealbert. Let's go. Wo muss ich denn hin? Da ist eine Hauptstory. Da will ich doch gar nicht hin. Wieso wird mir die denn auch angezeigt? Ich möchte eigentlich nach Süden. Süden, da. Das Weiße. Das ist mein Ziel. Erstmal ein bisschen runter. Kann ich auf dem Besentag machen? Geht das? Kann ich nicht. Schade. Ich hätte gern Tag. Ich mach mal kurz Tag. Ich lande hier nochmal kurz. Oh, hier ist auch alles geschmückt. Wie schön. Nice. Oh, guckt euch das mal alles an hier. Überall Kürbisse. Das sieht super geil aus. Und da oben waren wir halt gerade. Oh. Das ist ja nice, die Symbole da drauf. Ein Einhorn? Weiß ich nicht. Ein Gesicht oder so. Eine Seite. Eine Fackel und irgendwas anderes. Das ist schon cool. Können wir jetzt irgendwo hier rein? Nee, da nicht. Hier denn? Oh, Ah. Momentchen mal. Kann man das anvisieren? Kann man das verlangsamen? Guck mal, das versucht nämlich genau bei der Stelle, wenn das Einhorn da trifft, da will das aufgehen, bleibt aber nicht lang genug. Wir müssen das jetzt verlangsamen, während das links ist. Nee, falsch, da wollte ich gar nicht rein in das Menü. Müsste diesen... Hallo? Jetzt habe ich's. Den hier. Arrest Momentum müssten wir einsetzen. Ups. Arrest Momentum. Es geht tatsächlich. Okay, komm, komm, komm. Die Tür auf, Junge. Was? Doch, ich hab's geschafft. Boah. Ich hab irgendwas herausgefunden. Sowas kriege ich. Eine Truhe. Mondkalbstatue. Okay, ich glaube, das war's. Schade, ich hätte gern lieber ein Ausrüstungsstück gehabt. Apropos Ausrüstungsstücke, ich habe noch unsere Ausrüstung, die wir nicht identifiziert haben, identifiziert und habe auch alle drei Sachen an. Das könnt ihr, glaube ich, am ehesten hier sehen, ne? Hier den Hut, das Ding hier und das Cape. Das sind drei Sachen, die wir anhaben und die haben auch jeweils so ein Eigenschaftsding drin. Imperio-Ziele verursachen zusätzlichen Schaden, erhöht Füllrate der alten Magie-Anzeige und erhöhter Schaden mit Incendio. Also ganz cool. Komme ich hier auch wieder raus, so einfach? Ja. Alles klar, okay, das haben wir aber tatsächlich jetzt geöffnet. Fand ich ganz cool. Hier können wir auch rein. Hallo Homura. Okay, wir müssen immer dieses Minigame machen. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Aber alles nur einmal. Aber für jede Tür, das sind ganz schön viele.
Hallo? Aber ich find's in Ordnung. Ich find's cool, wenn, wenn man Alohomora 2 hätte, Alohomora 1 Schlösser nicht mehr so öffnen müssen mit Minigame, sondern das dann nur für 2er machen müsste und das gleiche gilt dann halt für 3 auch. Weil Alohomora 1 Schlösser sind so easy, das macht er dann von alleine. Okay, so, jetzt kommen wir hier auch hoch. Huch, so ein Schlüssel. Hallo. Geht's hin? Ah, guck mal, wir haben hier noch so eine Tür. Interesting. Okay, der muss, wenn der da ist, an der Stelle. Arresto Momento. Mist, hab verkackt. Schon wieder nicht mehr drüber. Muss das früher einsetzen. Ungefähr, wenn er hier ist oder so. Na komm. Come back, please. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Die Tür auf. Ja, nice. Oh, willst du mich verarschen? Geht das so auch noch? Nein, das geht so nicht. Ausgetrickst. Aber es sind auch nur 500, ne? Rebellion. Schon ein bisschen wenig Ausbeute dafür, dass es eigentlich ein cooles Rätsel ist. Hätten die da ruhig ein bisschen geileren Stuff hinterpacken können. Wahrscheinlich gibt es das jetzt auf jeder Ebene. Wollte eigentlich zur Nebenquest. Jetzt habe ich schon wieder irgendwas gefunden. Ich wollte nur kurz Tag machen, weißt du? Kurz hier reingucken und zack. Hat man das mit Debakel. Jetzt haben wir schon wieder so ein Ding. So langsam häuft sich das aber. Oh, ich hab's überhaupt geschafft. Gibst du Abwechslung mal keinen Cut? Okay, so. Und hier werden wir wahrscheinlich auch wieder so eine Tür haben. Oder auch nicht. Oder doch? Aha. Ein Moment. Das bedeutet... Das ist dieser komische Drachenkopf da. Oh, falsche Taste. Ah, ich bin doof. Ich habe noch gar nicht RT gedrückt gehalten. Und es ist mittlerweile auch so Tag geworden. Geil. Können wir da beim nächsten Mal wahrscheinlich machen. Aber ich schaffe hier gar nichts mehr. Ich gehe sofort unsichtbar rein, falls da nochmal so eine Truhe ist. Nee, ist es nicht. Wir haben ein paar Kürbislaternen. Juhu, für, perfekt für den Herbst gerade. Ich frag mich halt nur, ob das Text war, den wir lesen können, über Kürbislaternen. Oder ob es tatsächlich so war, dass wir die jetzt im Raum der Wünsche auch einsetzen können. Und da ist das letzte Ding. Zu was gehört das jetzt? Das ist das ganz rechts, oder? Nee, falsch Taste. Ja, ich war zu langsam. Ich habe auch nicht gut gezielt. Muss da irgendwo durchzielen. Das ist ganz schön knifflig gerade. Muss eher da drauf zielen, wa? Komm ich denn da jetzt ran? Eieiei. Okay. How can I do this? Habe ich da noch ein anderes Target? Kann ich da oben auch drauf zielen? Arresto Momento. Überhaupt nicht. Muss ich das von hier aus machen? Nee, hier kann ich auch nicht. Hier gibt es keinen Durchgang. Das ist jetzt schwierig. Jetzt müsste ich aber eine gute Belohnung dafür bekommen. Ich komme da aber gar nicht hin. Kann ich da überhaupt durchschießen? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Dieses Tor ist im Weg. Oder muss ich hier komplett dann hochrennen oder runterrennen? Das ist ja jetzt schon ein bisschen schwierig. Arresto Moment.
Ja, das wird jetzt knifflig. Mal gucken. Wir haben es aber tatsächlich geschafft. Boah, nice. Oh Gott, ich dachte schon, das wäre so eine Augentruhe. Aber nee, es ist eine große und ein legendärer Gegenstand. Hey, endlich mal eine gute Belohnung. Nice. Sehr cool. Darf hier nicht aufsteigen, schade. Yes. So, dann haben wir tatsächlich hier auch jetzt alles geschafft, ne? Jetzt kommen wir hier nochmal in den Krankenflügel. Würde ich jetzt sagen. Oder auch nicht. Doch, jetzt kommen wir genau. Kommen wir jetzt hier hin. Kann man den Krankenflügel nochmal bei Tag sehen. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt noch irgendwas verpasst hatten, was ich jetzt nicht aufsammeln konnte. Aber unten gab es noch eine Tür, wo ich nochmal hin müsste. Aber hier oben... Oh, hier gibt es noch was. Einhornspringbrunnen. Der majestätische Einhornspringbrunnen verleiht dem Krankenflügel von Hogwarts eine Atmosphäre der Gelassenheit und Ruhe. Ja. Oder wenn du eine Pferdeangst hast, panische Angst. Ist auch in Ordnung. Guten Tag. Bing. Oh, hier können wir was klauen. Sehr gut, Mega Powertrank. So wie man es auch erwartet hier. Gibt's Tee? Ah, hier gibt's gar nicht den kompletten Durchgang. Sehr viel logischer auf jeden Fall. Aber interessant, dass hier Fenster sind. Wie sieht denn das von außen aus? Weil da ist ja eigentlich noch Raum hinter. Dachte ich zumindest. Vielleicht liege ich aber auch falsch. Ja, ich glaube, da ich eh nichts mehr schaffe, gehen wir gleich nochmal kurz runter. Kann ich hier rein? Ja, geil, Alter. Leute, wir nehmen ein dickes Bad. Kann ich die Gänge von hier aus auch betätigen? Nee, kann ich nicht. Boah, guckt euch das an. Seifenblasen. Oh, die bleiben ja gar nicht. Doofe Seifenblasen. So, hier haben wir die Toiletten für Männlein und Weiblein. Ich schalte alles an. Hält aber nicht lange. Ein bisschen lame. So, dann gehe ich hier nochmal runter. Und irgendwo... Ja, obwohl das war ganz unten, ne? Hatten wir noch diesen Schrank. Ne, hier, ui. War gar nicht so weit unten. Oder hatten wir zwei davon? Ne, das war schon hier, stimmt. Was ist das denn überall, hä? Ja, was ist das für ein Satzbau gewesen? Was ist das denn überall? So, Spinnchen 5. Das ist ein Spinnchen gewesen. Da. 9-8 ist das. Also haben wir schon 13, also brauchen wir schon wieder so ein Lurch. Demigeist und das ja, wissen wir ja mittlerweile. Wir lernen hier ja doch noch was in der Schule. 3 Ziegenbock. Ziegenbock ist Nummer 2. 5, 9 brauchen wir. Das heißt, diese komische... Weiß ich nicht, was das ist. Das Ding hier. Also haben wir das offen. Ein. Huch. Oh. Nice. Was ist das denn für ein geiler Raum? Den kennt man, glaube ich, sogar. Aber es gibt mehrere solche Räume. Das sind immer diese typischen Dachgeschoss-Dinger. Aber solche Sachen sieht man auf jeden Fall auch nochmal im Film. Vor allem im letzten, glaube ich. Braungestreifter Umhang. Der ist aber schlechter als unser. So, jetzt haben wir denn hier noch mehr. Wie kann ich rein? Hier war das Zimmer von... Keine Ahnung. Nicht Professor Garlic, oder? Aber nicht Professor Fick. Einer von den, weiß ich nicht, anderen. Abraham oder so? Irgendwie so hieß er, glaube ich. So, das hier war Garlic. Da war Fick. Hier ist Ausgang. Hier ist Katze. Wo sind wir denn hier? In welchem Abteil? War ich schon mal? Ich glaube nicht. Also ich wüsste es nicht. Ah, wir sind beim Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Da ist die fette Dame. Da waren wir noch nicht. Hallo. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Wie war denn das Passwort nochmal damals?
Herausforderung angenommen. Okay, was habe ich denn geschafft? Keine Ahnung. Dieses Porträt einer Dame bewacht den Gryffindor-Gemeinschaftsraum und fragt jeden, der eintreten will, nach einem Passwort. Sie und ihre Freundin Violet sind dafür bekannt, dass sie zwischen den anderen Porträts umherwandern und sich gelegentlich an den Weinfässern bedienen, die dort stehen. Wusste ich gar nicht mehr, dass sie eine Freundin Violet hatte. Revelio. Hallo. Darf ja nicht mal ein Passwort sagen. Ich meine, ich habe nichts zu erkennen, dass ich hier kein Gryffindor bin, würde ich mal sagen. Aber vielleicht kann die es auch einfach riechen. Hufflepuff-Schüler riechen halt eher so nach Keller. Und Gryffindor-Schüler riechen eher noch, weiß ich nicht. Tier. Löwe. Okay, das ist also hier Gryffindor-Gemeinschaftsraum. So, wie komme ich hier am ehesten jetzt raus? Ich möchte auf meinen Besen. Damit wir beim nächsten Mal zumindest da hinten hinfliegen können. Waren wir hier auch schon mal? Alter, voll cool. Das habe ich noch nicht gehört. Definitiv. Oh, wie schön. Das Ding. Confringo. Was ist das? Das hatten wir. Hier waren, hier standen wir schon mal. Arresto Momentum. Aber ich habe keine Ahnung, was das da oben ist. Und ich habe auch keine Ahnung, was wir da einsetzen könnten. Bin sauber. Arceo. Depulso könnte man einsetzen. Ja, nice. Hat geklappt. Braune Lederhandschuhe. Violet. Wenn du herkommst, sei doch so gut und bring mir noch etwas Met mit, ja? Ich glaube, einer deiner der Herren, die im Flur im dritten Stock hängen, hat noch einen zweiten Rahmen mit einem beachtlichen Vorrat. Ich glaube, einer der Herren, die im Flur im dritten Stock hängen, hat noch einen zweiten Rahmen. Okay, Herren, dritter Stock. Hier ist schmetterlingsmäßig was drauf. Momentchen mal. Lumos. Wo ist das denn? Irgendeine Toilette. Irgendwie kommt mir das so vor, als wäre das die Toilette, wo Peeves mal war. War das hier hinten irgendwo? Da, genau hier. Hier war das. Hier war mal Peeves. Hier ist ein Schmetterling? Da drin? Oh, sorry. Alo Humora. Ich kann das ja mittlerweile öffnen. Ist ja perfekt gerade. Ah, komm. Irgendwo hier. Wie läuft das eigentlich mit Maus und Tastatur? Ist das so einfacher? Jetzt habe ich's. Nicht, dass das jetzt schwer wäre. Aber es könnte... Also manchmal ist es ein bisschen knifflig an einer bestimmten Position. Wir machen das jetzt einfach noch. Geht die Folge halt ein paar Minuten länger. Aber ich breche die jetzt hier nicht mittendrin ab. Beim nächsten Mal geht's halt richtig weiter. Nee, das wollte ich nicht einsetzen. Ich wollte eigentlich hier einen Schmetterling finden, aber ich sehe keinen. Was ist das denn da auf der anderen Seite? Keine Ahnung. Super, ich bin im Klo. Oh. Oh, was ist das denn? Oh, hier was ist ein Demigeist. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Ja, und nicht identifizierter Gegenstand. What the fuck? Hä? Was geht hier ab? Ist das hier für Heizwasser oder was? Zum Duschen? Oder was ist das hier? Wie cool. Kann ich hier einfach mal schnell Nacht machen wieder? Warten, ja. Kann ich. Du gehörst mir, Demigeist. Genau. Einmal so und Demigeist Mond. Jetzt hätte ich noch einen gekriegt, diese Runde. Diese Folge. Die Runde, genau. Hä, was ist das denn hier? Das ist nur ein Fenster, okay. So, und hier? Hier darf man so rein, okay. Ich hab's gehört. Lumos. Wo bist du? Ich dachte, ich hab's gehört. Für ein hübsches Gesicht. Sie geben einmal ein gutes Porträt ab. Meint sie mich? Bin mich sicher. Ich weiß nicht, ob ich Bock auf Porträt habe. Ich bin eher so fotoscheu. Bin nicht so gerne auf Fotos. Ich höre es hier auf jeden Fall.
Hä? Was soll denn das sein? Eigentlich wurde doch auch das hier gezeigt. Dieses hier, oder? War das nicht so? Stimmt, dieses Ding war doch abgesperrt. Warum eigentlich? Warum war das hier abgesperrt? Wegen dem Ding hier? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall das Männerklo. Aber ich meine, da war eine Hexe drauf. Also irgendwie müsste es diese Tür gewesen sein. Scheiße, Mann. Gibt's doch nicht. Muss noch mal ganz kurz dahin. Hier drin war das. So. Da sind diese Dinger und da ist auch der Bogen. Das war das doch. Das ist der Bogen, der hier dann gleich auftauchen müsste. Genau der hier. Diese Tür. Das ist genau dieses Bild hier, was man sieht. Aber ich sehe keinen. Also ich höre den manchmal. Das ist ja das Ding. Revelio. Oh, hier. Hä? Lumos. Hallo, ich stehe neben dir, Junge. Komm mit. Okay, muss man den vielleicht angucken, damit der einen folgt? Ich dachte eigentlich, wenn ich mit einem leuchtenden Ding rumlaufe, und dort folgt er mir wohl irgendwann, wenn ich da in der Nähe bin. Dem war aber nicht so. So, was kriegt man hier? Ach ja, eine Seite, genau. War mir nicht mehr sicher. Damit sind schon recht viele Seiten, würde ich sagen. Wird mir aber nicht angezeigt, wie viele. Das ist das Geheimnis. So, und das war doch irgendwas im dritten Stock. Boah, 1 Stunde 10 Minuten. Eigentlich müsste ich aufhören. Aber irgendwie will ich jetzt nicht mittendrin die Folge abbrechen. Wozu ist der nochmal da? Wir sind da schon mal mitgegangen. Ah, da kommen wir hier. Lumos. In den Raum. Vielleicht meint die auch das hier. Dass der noch ein bisschen Met hätte. Das ist ja hier sozusagen ein Porträt. Weiß nicht, ob da... Oh, da ist kein Mann drauf. Ich weiß auch nicht, ob das ein Hinweis ist, dass es ein Mann im dritten Stock rein theoretisch noch irgendwie was hätte. Einen doppelten Rahmen. Das ist halt das Ding. Ein Mann im dritten Stock hat noch einen zweiten Rahmen. Keine Ahnung. Also es kann halt ein Hinweis sein. Aber ich weiß es nicht. So, das ist jetzt hier wieder leere Abteilung, ne? Ja, genau, hier sind wir wieder. Aber wie gesagt, eigentlich müsste ich hier schon überall. Ich sagte doch, du bist sehr clever. Clever? Wie beleidigend. Gut, ein Genie. Hä? Zufrieden. Leidlich. Clever ist doch voll keine Beleidigung, Junge. Aber ich weiß auch nicht, ob wir im dritten Stock jetzt sind. Nicht unbedingt, ne? Ich kann das halt nicht so richtig eruieren, in welchem Stock wir gerade uns befinden. Weil das ist ja eigentlich Erdgeschoss hier gerade. Also müsste es sowieso noch viel, viel höher sein. Naja. Passt schon so. Wir hören jetzt hier an der Stelle auf. Und am nächsten Mal, wie gesagt, geht es dann nach Süden der Sonne hinterher und so, ne? Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.